Responsive Web Design und warum vielleicht auch Sie wechseln sollten. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IREMAG und Sie schauen website-marketing.ch. Mobile Endgeräte nehmen rasant zu, immer mehr greifen über Pocket Handhelds, also beispielsweise iPhones oder Android Smartphones, auf Webseiten zu. Das ist auch bei Ihrer Webseite der Fall. Schauen Sie mal rein, wie viele Besucher das heute sind. Ich kann Ihnen sagen, dass es im Schnitt weltweit 17% sind. Wir schauen uns kurz an, wie sich das entwickelt hat. Ich habe hier eine Grafik, Juli 2012 zu Juli 2013. Hier geht es nur um Smartphones, also nicht um Tablets, ganz wichtig. Und ich sehe hier die Entwicklungen. Wir sind total weltweit auf 17%. Interessant, wir Europäer, wir hinken da massiv hinterher, erst bei 10%, also lustigerweise die Europäer noch nicht so weit wie beispielsweise die Japaner im asiatischen Bereich, aber das ist uns auch bekannt, sogar die Afrikaner sind bei 23%, die haben das verdoppelt innerhalb von einem Jahr, währenddem wir gerade mal knapp 4% zugelegt haben. Dann haben wir Ozeanien, auch da sind wir knapp bei 15%, was noch schwächer ist als wir, ist Afrika, da haben wir 6,8% und Amerika sind wir bei 15%. Also der Schnitt bei 17%. Und ich würde auch sagen, dass es sich ab 17% lohnt, dass man sich über das Thema Gedanken macht. Ab 20 sagen wir meistens unseren Kunden, sollte eine Webseite dann auch irgendwo für mobile Endgeräte optimiert sein. Ich zeige Ihnen ganz kurz, wie das Responsive Design ausschaut. Ich habe hier die Seite der HWZ und wenn Sie sich, ich werde die jetzt langsam verkleinern. Responsive heißt ja, dass quasi die Seite auf die Browsergröße reagiert und sich entsprechend anpasst. Wenn ich jetzt zusammenfahre, werden zum Beispiel Logo und das Bild in den News werden immer kleiner und jetzt bewege ich mich langsam so in Richtung Tablet. So, jetzt bin ich auf Tabletgröße, wenn ich ganz zusammenfahre auf Smartphonegröße, das wäre dann die hier. Und jetzt ist natürlich nicht nur wichtig, dass ich hier die richtigen Informationen habe, sondern dass ich das Ding auch mit dem Finger bedienen kann. Und da sehen wir jetzt beispielsweise, wenn ich hier drauf drücke, kommt halt ein Menü, wo auch meine Wurstfinger drauf passen. Ich klappe das wieder zu, also die Navigation hat sich auch verändert. Ein weiteres Beispiel hier ist unser Blog. Das wäre beispielsweise die Tablet-Ansicht, auch hier wurstfingergerecht. Große Menüpunkte, die ich hier anklicke. Das wäre also gebucht. Und wenn ich hier runter scrolle, kommen diese Übersichtspunkte eben auch schön breit oder beziehungsweise hoch, damit ich die auch treffe. Die wesentlichen Informationen sind hier drin, reduziert, mobile first ansatzmäßig. Und wenn ich hier jetzt aufziehe, dann ändert sich das Layout in dem Moment. Jetzt habe ich hier in der Mitte drei Boxen. Wenn ich jetzt weiter aufziehe, werden die vierte dazukommen und so weiter. Es kommt eine fünfte dazu. In dem Moment, und wenn ich weiter aufziehe, gibt es noch einen Banner rechts runter. Also die Seite wird immer mehr auf Desktop-Größe wachsen und so natürlich sich der Inhalt passe ich eben an. Das nennt man Responsive Design. Das geht mit HTML5 und CSS3. Das ist die Technologie, mit der die Templates umgesetzt werden. Und das ist die Zukunft. Das ist das, was man sich überlegen sollte, wenn man eben so gegen die 20% an mobiler Besucher geht, weil die sind meistens nicht so optimal bedient, wenn ich eben nicht eine Seite habe, die ich vor allem eben auch mit den Fingern, mit meinen Wurstfingern bedienen kann. Würde mich interessieren, ob ihr euch dem Thema schon angenommen habt. Kommentare wie immer hier, natürlich auch Fragen zu dem Thema. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr hier abonnieren. Mein Name, Philipp Sauber, ich bin von der IREMAG. Sie haben website-marketing.ch geschaut.